Die einfache Blume aus einem 260er Modellierballon, in dem Fall sind es natürlich zwei Ballons, ein Ballon für die Blüte und einen für den Stiel. Ups. Fangen wir mit dem Stiel an. Wir nehmen den 260er und pusten ihn fast vollständig auf, sodass am Ende nur noch ein kleiner Rest ist. Man kann mal kurz ein bisschen Luft ablassen, damit der Ballon nicht so stramm ist. Dann machen wir hier oben einen Knoten rein, über zwei Finger drüber, unten durch, zack und zu. Jetzt brauchen wir wieder den Tulip-Twist. Finger anfeuchten, Finger auf den Knoten auflegen, reindrücken, erfassen, den Knoten erfassen, den anderen Finger rausziehen, dann abdrehen. Der Knoten ist jetzt hier unter der Blase, da wo meine Finger sind. Und das Ganze ein bisschen reindrücken. Das sieht dann so aus. Das Ende vom Ballon sieht so aus. Ein bisschen ist noch da. Ist vielleicht ein bisschen schlecht zu erkennen, weil ich auch ein grünes Hemd anhabe. So. Ich persönlich drücke jetzt noch einmal hier unten auf den Ballon, damit diese Stelle hier ein wenig gedehnt ist. Kommen wir zur Blüte. In dem Fall nehme ich jetzt mal Rot. Den Ballon fast vollständig aufpusten. So. Dass am Ende nur noch ein bisschen bleibt zum Verknoten. Dann schließen wir den Ballon. Wir drücken einmal kurz zum Dehnen. Das habe ich euch ja schon auf den ersten Videos gezeigt. Führen diese beiden Enden zusammen und verknoten sie. So. Jetzt müssen wir hier von der Gegenseite die Mitte finden. Entweder ziehen wir den Ballon lang. Das ist eigentlich eine ganz gute Methode. Ziehen wir den Ballon lang, dann haben wir hier unten die Mitte. Dann gehen wir mit dem Teil hier in die Mitte nach unten und verdrehen es einmal, sodass wir eine Schleife erhalten. Die legen wir übereinander. So. Und haben dann diese Formation. Jetzt geht ihr mit der Fläche der Hand hier von oben in den Ballon rein. Ich zeig's mal von der Seite. In den Ballon rein. Versuchen wieder die Mitte der anderen Seite zu finden. Kräftig zudrücken. Bei dem einen oder anderen mag das jetzt bestimmt die ersten Male platzen. Das ist aber ganz normal, da kennt ihr euch noch nicht so mit den Gegebenheiten des Ballons aus. Dann haben wir so eine Art Propeller hier. Das ist schon die Blüte der einfachen Blume. Jetzt nehmen wir den anderen Ballon und müssen versuchen, das obere Ende hier aufzulegen, dass das dazwischen kommt quasi. Ja? Und drücken das dann so da rein. Das Ganze sieht dann so aus. Jetzt kommen die Blätter dran. Einfach, das müsst ihr mal gucken, wie ihr das am besten macht. Ein Blatt abdrehen. Das nächste Blatt. Ungefähr die gleiche Größe. Dagegen halten. Ich zeige es nochmal hier. Den Stängel nach unten und vielleicht noch ein bisschen nach oben biegen, damit es natürlicher aussieht. Das ist die einfache Blume aus zwei Modellierballons. Es gibt sicherlich mehrere Varianten, das zu machen, vor allen Dingen hier oben. Ich finde diese Variante sehr schön, so ist der Blütenkelch schön zu sehen. Und wenn ihr das noch ein bisschen krumm macht, dann sieht es auch natürlicher aus. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Üben. Ciao, ciao, sagt Alex.